Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate Teil 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mir mal überlegt gehabt, ob wir vielleicht doch erst zum freundlichen Arm gehen sollen und es abgeben sollen, die eine Quest. Ganz einfach, weil wir dann auch diese Weinflasche, diesen Spinnenkadaver und die Stiefel aus dem Inventar haben. Außerdem können wir beim freundlichen Arm noch den Rest identifizieren. Und dann gehen wir hier runter wieder. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das ist wahrscheinlich besser. Aber erst einmal will ich zum unseren Lager gehen und das Buch wegtun. Und dann will ich hier oben noch das Ding hier fertig aufdecken. Einfach, dass die Karte hier fertig aufgedeckt ist. Ich glaube, das macht schon irgendwie Sinn. Okidoke. Moment. Buch hattest du, glaube ich, drinnen. Genau, das Buch, das wollen wir jetzt auch hier lassen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nur Questgegenstände. Ach, das war noch zum Verkaufen. Ah, das lassen wir jetzt auch mal. Ja, und das hier zum Identifizieren, das ist ja genau das, was ich meinte. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn wir es identifizieren lassen würden. Aber irgendwie, beim Schmied konnte man die Ringe nicht identifizieren lassen. In der roten Garbe war keiner da. Ach, vielleicht ist jetzt jemand da. Im Dings konnte man auch nichts identifizieren lassen. Also anscheinend kann man hier relativ wenig identifizieren. Ah, da ist er. Vielleicht kann er identifizieren. Nee, da kann man auch noch schlafen. Also identifizieren ist schlecht. Und unser Zauber ist halt im Moment... Wohl, hast du gerade noch einen Zauber wieder? Ja, doch, einmal kannst du noch. Dann lasst uns doch diesen einen Ring hier mal identifizieren. Ein Prinzenring wieder. Dieser Ring und einige ähnlich geartete Ringe. Ja, das kennen wir eigentlich schon. Du hattest, glaube ich, auch schon so einen Prinzenring, genau. Und du bist ganz vorne, kannst kein Ding ansehen. Oh, ach, du kannst immer nur einen von diesen Ringen ansehen. Okay, in dem Fall kriegst du das vielleicht. So, das sieht doch schon besser aus mit minus 1. Okay, Prinzenring kann man immer nur einen ansehen, das ist auch gut zu wissen. Not a problem. So, jetzt gehen wir mal hierher und decken den Rest hier noch auf. Und dann gehen wir die eine Quest ab. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Und dann identifizieren wir und gehen wieder herunter und schauen uns dann mal hier genauer um. Da haben wir ja noch einige Quests zu erledigen. Ich meine, wir könnten auch nach Nashkel reisen. Da unten haben wir ja auch noch ein paar Quests, um zu identifizieren und so Zeug. Nee, lass uns die eine Quest einfach abgeben und gut ist. Moment, einmal noch nach Westen. So, da haben wir die hohe Hecke. Ja, da haben wir, glaube ich, auch noch eine Quest, wo wir abgeben können. Wo wir machen müssen. Aber es heißt ja auch, wir sollen nach ein paar Tagen wiederkommen. Von daher... Schadet es ja nicht, wenn wir da ein paar Tage unterwegs sind. So, 12 Stunden hat das jetzt gedauert. Ich glaube, der Typ war hier drinnen zu finden. Konnte man da drin eigentlich... Nee, ich glaube, beim Tempel der Weisheit war es, wo wir identifizieren konnten. So, war der hier? Nessie, Burger, Balk. Gotcha. Sollten hier nicht auch irgendwo Dings... Nera ist da oben. Alles klar. Not a problem. Ah, wo war denn der Typ?
Edelmann. Und Shay. Bürger. Hab ich den jetzt noch nicht gesehen gehabt? Und Shay war es ja nicht. Ich glaube, der war noch eins oben, oder? Ich glaube, der war noch eins oben. Da ist er. Ich bin so froh, dass ich wieder nach Hause kann. Bentley ist ein netter Mann, aber man soll Hilfsbereitschaft nie zu sehr ausnutzen. Hier sind 120 Goldmünzen für eure Mühe. Ich nehme euch die alten Stiefel eben ab. So. Abgetragene Stiefel. Was ist mit dem Dings? Den Wein, den wolltest du doch auch haben. Die Stiefel, die alten Stiefel, warum sehe ich die jetzt gerade nicht? Um noch das restliche Ding durchzulesen. Ah, hier. 120 Münzen in harter Goldwährung für ein paar alte Stiefel. Das war im Fall ein gutes Geschäft, trotz der Kreaturen, die sie bewacht haben. Warum steht es jetzt noch nicht als abgeschlossen da? Kann ich nochmal mit dir reden? Ah, die größte von diesen lästigen Spinnen. Wenn sie tot ist, sind die anderen bestimmt abgehauen. Ihr wart wirklich nett zu den alten Gnomen wie mir. Vielen Dank. Ah. Okay, die alten Stiefel und das ist jetzt die Landrin, die Spinnen. Nochmal Erfahrungspunkte, das heißt 500 Erfahrungspunkte insgesamt. Und Spinnenkörper und jetzt können wir wahrscheinlich nochmal mit ihr reden. Ihr habt alles erledigt, warum ich euch gebeten habe. Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt das euch wirklich, die Belohnung wirklich verdient. So. Und jetzt noch die Weinflasche. Cool, dreimal konnte man hier abgeben. Nochmal 300 Erfahrungspunkte. Landrins Habseligkeiten, 300, Weinflasche, Gold gewonnen und Imoen hat noch eine Stufe. Du bist besser in der Stabilität als so, also das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt und jetzt müsste doch Landrins ab... Ja, ich habe alle Aufträge erledigt, die Landrin mir erteilt hat. Sehr cool. Das gefällt mir. Ja, okay. Alles klar. Kurz speichern, dann schauen wir mal. Du bist jetzt schon auf Stufe 4, kommst du sogar. Zweiklassig. Seid ihr sicher, dass ihr diesen Charakter zweiklassig machen wollt? Das könnten wir auch mal ausprobieren. Wie das genau funktioniert und ob wir das überhaupt wollen. Was passiert denn jetzt? Ich habe ja gespeichert gehabt, wenn wir erhöhen. Wir können eins noch machen. Wir können, du darfst nur einen Punkt haben. Kreuzbogen auch nur einen Punkt. Da könnten wir theoretisch dann je nachdem vielleicht noch nicht den Kurzbogen, sondern vielleicht Kampfstil. Nee, das ist auch nicht blöd. Du hast gar keine Langbogen drin. Muss ich mir mal überlegen. Und hier könnte man, ich mache jetzt einfach mal eins. Fallen finden, unser Zeug noch reinmachen und Schlösser öffnen noch richtig hoch machen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Was passiert denn jetzt, wenn ich versuche, das hier zweiklassig zu machen? Ich habe das noch nie gemacht gehabt. Das, von daher ist es auch Neuland für mich. Schauen wir einfach mal. So. Vorsicht, eine Klassenkombination ist eine wichtige Änderung eures Charakters. Vergewissert euch, dass ihr das Folgende sowie die Beschreibung im Handbuch gelesen und verstanden habt. Haben wir es verstanden? Also ich nicht. Egal. Deine Klassenkombination ist eine Fähigkeit, die nur Menschen besitzen. Sie beschreibt den Vorgang, bei dem ihr den Fortschritt in eurer momentanen Klasse stoppt und den Fortschritt in einer zweiten Klasse in Angriff nimmt. Ihr behaltet die Vorteile und die Fähigkeiten der ersten Klasse auf ihrer aktuellen Stufe, doch von nun an gewinnt ihr nur in der zweiten an Erfahrung. Für die Klassenkombination müsst ihr euch in der aktuellen Klasse mindestens auf der zweiten Stufe befinden. Euer Charakter muss bei den Hauptattributen eurer aktuellen Klasse mindestens 15 Punkte erreicht haben
und mindestens 17 in den Hauptattributen der Klasse, zu der ihr wechseln wollt. Aufgrund von Gesinnungskonflikten oder innewohnenden Einschränkungen sind manche Klassen nicht kombinierbar. In Baldur's Gate müssen alle entsprechenden Mischungen auch mögliche mehrklassige Kombinationen sein. Charaktere mit Klassenkombinationen müssen ähnliche Anforderungen erfüllen wie mehrklassige Charaktere. Ihr müsst euch an die Einschränkung der einzelnen Klassen halten, ja, und so weiter und so fort. Ist mir jetzt gerade zu viel. Wir probieren mal was. Wir könnten sie zur Magierin nur machen. Das gefällt mir überhaupt nicht, nee. Ich mach's trotzdem erstmal. Wir kommen auch nicht zurück. Und könnten jetzt noch eine Fähigkeit in zum Beispiel einen Kampfstab machen. Können noch eine Magierzauber machen, wie das magische Geschoss und den Panzer. Und sind jetzt natürlich ausgerüstet mit so Zeug, das wir nicht machen können. Nee, das gefällt mir nicht. Du bist ja ein komischer Kauz. Dann bleiben wir mal hier. Da wir nur Magier machen können, passt das eigentlich. Dann Schlösser öffnen gehen wir. Ich hätte gesagt, was machen wir so? Aber was machen wir jetzt hiermit? Das Kurzschwert fand ich eigentlich schon für dich gar nicht so schlecht. Wir könnten hier noch einen Kampfstab geben, da haben wir auch ein +1. Hm. Armbrust, ja. Aber Kurzbogen. Ich hätte eher einen Langbogen gerne gehabt, aber das geht ja leider nicht. Zweihänder-Kampfstil bringt eigentlich auch nicht wirklich was. Waffe und Schild. Wenn wir ihr noch ein Schild geben würden, so ein magisches Schild. Mit ihrer mit ihrem Kurzschwert oder so, damit sie dann, wenn sie. Die Überlegung ist jetzt gerade. Wenn sie mit dem Kurzbogen nichts machen kann, weil sie im Nahkampf ist, weil alles so eng ist oder so weiter, dann wird sie ja den Kurzschwert benutzen mit dieser Kurzschwert +1. Wenn wir ihr jetzt aber dazu noch ein Schild geben würden, mit Kampfstil, mit Waffe und Schild, dann wäre sie ja dann auch noch ein bisschen besser geschützt. Da hätte man dann, Charakter hält einen RK-Bonus von -2 gegen Geschosswaffen. Dann wärst du dann halt auch ein bisschen geschützter. Andererseits, ja, gegen Geschosswaffen. Die Gegner setzen in so ein Ding, wo sie das Schild einsetzen würde. Würde sie ja, ja, das bringt's auch nicht wirklich. Das Schild gibt keine Rüstungsdings. Nur gegen Geschosswaffe. Aber wenn wir dann den Einhänderstil machen, weil sie dann ja nur Dings benutzt. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, ne, jetzt hat. Wie gesagt, das Schild macht da doch keinen Sinn. Weil, wenn sie Bogen benutzt, dann hat sie den Schild nicht. Und wenn wir so weit sind, dass wir den Einhänder nehmen müssen, dann bringt es das auch nicht wirklich. Ja, dann machen wir das so. So, dann sind wir hier erstmal fertig. Okay. Dann wollen wir noch Sachen identifizieren. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Oh, you bet. Oh, you bet. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Und hier in den Tempel rein. Gotcha. Bleibst du mal stehen hier? Dankeschön. So, du konntest doch identifizieren. Dann identifizier bitte den Ring und den Stab. Ja, nochmal einen Prinzenring. Bedeuten das Gelbe hier eigentlich? Also, ja, das heißt wahrscheinlich, ihr habt den Ring schon, ihr habt schon so einen Ring an, richtig? Wenn ich den ableg. Ja, genau, das heißt, du hast schon so einen Ring an und kannst keinen weiteren mehr anziehen.
Alles klar, weil das geht ja nicht, haben wir festgestellt, genau. Genau. Dann schauen wir mal, wen können wir doch mal so ein Ding geben? Du bist auf 2. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du auch auf ein bisschen weniger Dings hättest. So. Ich hätte halt ganz gerne, dass die Rüstungsklasse von unseren Nahkämpfer, weil die ja am meisten getroffen werden, weiter runter sind. So, den Kampfstab, das ist auch klar. So, dieser Stab hier können relativ viele benutzen. Es ist dasselbe, was wahrscheinlich magisches Geschoss, ein W4 plus 1, das du hier hast. Genau. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Weißt du was? Ja, du hast aber schon einen Stab. Dann darfst du den noch mit benutzen hier. So. Need me? Das sieht doch ganz gut aus. So, dann haben wir das erledigt. Quest erledigt, das erledigt. Dann hätte ich vorgeschlagen, wir gehen nochmal nach Beregost. Dort übernachten wir, weil unsere Charaktere schlafen ja irgendwie bei der Reise nicht. Und dann überlegen wir uns, wo wir als nächstes hingehen. Halt, nicht dahin, nach Beregost wieder. Dort holen wir... Oh, you bet. Gehen wir zum brennenden Zauberer, hätte ich gesagt. In der Einwärtschaft, das gefällt mir nicht, so wie die drauf sind. So, dann könnten wir theoretisch als nächstes zum Tempel gehen. Das hat ja auch rund 0 Reisestunden und uns dieses Gebiet anschauen. Zum Beispiel. Das wäre vielleicht ganz interessant. Da hätten wir wahrscheinlich... Ja. Aber nicht die Quest abgeben können. Nee, das passt schon. Fine and dandy. Halt. Nicht mit dir. Mit dir reden? Wie wär's mit einem Whisky? König, Luxus, ich meine, wir haben Geld. Ja, wir machen aber Edelmann. So. Hm? Yep. Dann schauen wir. Ja, ich weiß, es ist Nacht. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir jetzt noch nicht zum Tempel gehen, weil schon Nacht ist. Wir schauen uns ganz kurz mal an. Was haben wir denn hier? Wir haben Kapitel 1, das Prolog ist abgeschlossen, Kapitel 1 haben wir alles abgeschlossen. Die Geschichte von Hauptmann Prage und die Winterpelze, die sind eher im Süden. Und Don Elkan. Durchaus grausamen Wesen. Ich glaube, die Quest werden wir nie abschließen. Von daher bleibt die mal hier. Und die sind unten in Nashkel. Dann haben wir hier der Mörder Basilus. Im Tempel. Den findet man im Tempel. Und gibt auch viel, viel Geld. Workers Umhang. Worker, heruntergekommener alter Zwerg im Beregost, war der angeblich berühmte Umhang. Im Mantelwald. Ich weiß nicht, wo der Mantelwald ist. Da müsste man mal schauen, ob der in der Umgebung ist. Ich glaube, Mantelwald haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, das können wir erstmal noch nicht machen. Das Kurzschwert ist westlich von Beregost, vielleicht auf der Heide. Die Prämie ist im Moment noch nichts zu sehen. Die Stiefel südlich der Stadt. Also da müssen wir südlich gehen. Also in die Heide westlich und südlich dahin. Und das Slashing müssen wir eh erst noch später machen. Okay. Dann lasst uns doch erstmal in die Heide gehen. Dann lasst uns mal kurz in die Heide gehen. Dass wir vielleicht erst das hier mal machen. So.
So, Heide. So, und damit ist auch nämlich wieder Tag. Das ist doch auch gut so. Ja, und dann können wir uns hier mal ein bisschen umschauen, ob wir irgendwas Interessantes finden. Ja, da oben ist schon die Cutter-Ende. Können wir mal kurz nach da schauen. Aber nach Norden geht es jedenfalls nichts Neues. Alles klar. Dann können wir hier weiterschauen. Aber ich würde sagen, bevor wir hier auch uns weiter groß umschauen, beenden wir die Folge und schauen uns in der Heide beim nächsten Mal um. Und dann ist immer noch die Frage, dass ihr da nicht hin wollt. Weltkarte. So, Heide. Ob es da noch weitergeht? Ob wir nach Süden gehen? Da müssen wir wahrscheinlich hingehen. Tempel, haben wir noch eine Quest? Das könnte man eigentlich auch am Schluss machen. Dass wir uns vielleicht irgendwie hier ein bisschen rumschlagen und dann so nach Süden gehen oder so irgendwie und dann Richtung Nashkel und ja, die Gegend vielleicht noch machen. Vielleicht auch die östliche Gegend, wobei die eine ja relativ schwierig war. Und dann uns so langsam wieder nach oben arbeiten. Ja, genau, ich würde sagen, wir machen das tatsächlich so. Wir gehen hierher, schauen uns hier in dieser Gegend um, gehen hier runter, gehen Nashkel, schauen uns vielleicht im Osten um, hier reisen zum Tempel, gehen nach Beregos zurück. Danach sollten wir eigentlich auch fertig sein. Und dann geht's zum Lastwood dahin und zum Räuberlager. Ich denke, das ist vielleicht keine so schlechte Idee, wenn wir das jetzt so machen. Und wenn wir halt noch Gegner zu viel haben, wo uns die Gegner zu viel sind, können wir sie ja einfach lassen und später wiederkommen, wenn wir noch ein oder zwei Levels haben oder so irgendwie. Ich würde sagen, das ist eine ganz gute Idee. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.